Okay, Ellie, komm, wir gehen weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, pass mal auf, wir machen mal eben noch eins. Und so ein Molly ist auch nicht verkehrt. Das hat uns ja gerade eben den Arsch gerettet. Nur wir haben keine Munition mehr. Oder nur noch 7 Schuss haben wir. Verdammt. Ellie, wo läufst du hin? Ah. Ich habe eben noch einen Schluck getrunken. Ganz ruhig. Geh bloß nicht hier hin. Geh nicht hier hin. Der war gut, der saß gut. Wo rennt er hin? Ah, Ellie, cool. Coole Aktion. Gut gemacht, Kleines. Ja. Verdammt knapp. Ist hier noch irgendwas in der U-Bahn? Munition oder sowas? Boah, die ganzen Sporen hier, das ist mit Sicherheit nicht gesund. Naja, gut, komm. Sie steigen auch in die Stadt auf, nach oben. Durch die Bombardierung ist eben nichts mehr so, wie es mal war. Park Street. Da wird er wohl nicht mehr hinfahren, dieser Zug. Oder diese U-Bahn. Boah, ich seh fast gar nichts. Wo bist du? Du kannst nicht schwimmen. Ja, warte, ich gehe mal gucken, ob ich vielleicht was finde. Wir müssen jetzt erst was finden, um Ellie irgendwie darüber zu bugsieren. Aber was? Ellie? Mir geht's gut. Ach da, guck mal. Sehr schön. Hätte ich gewusst, wie einfach das ist, hätte ich. Naja, egal. Hier ist noch eine Leiter. Schmugglernotiz, das gucken wir uns mal eben an. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will die QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street, neben dem Rathaus. An bei seinem Visum um seine QZ-Papiere.
sehr vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde ich mich jede Sekunde einen Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde und ich gehe zurück. Gut, wir müssen an die Leiter scheinbar. Aber erst gucken wir uns mal um. Okay. Nein. Ich muss nur überlegen, wie kriege ich dich darüber? Guck mal hier, hier ist auch was. Damit geht es. So, Elli, jetzt habe ich hier was für dich, damit du auch hier rüber kommst. Aber ich sehe kaum was. Mein Gott, ist das dunkel hier unten. So, Elli, dann mal rauf. Auf den Kutter. Oh Gott. Ruhig, Elli, ganz ruhig. So, und hoch mit dir. Ah ja. Dann, Elli, lässt du mal bitte die Leiter eben runter? Du bist ein Goldstück, Elli, weißt du das? Danke. So, einen Augenblick, ich mache mal eben kurzen Cut. So, da bin ich wieder. Weiter geht's mit The Last of Us. Ich musste mal ganz kurz was essen. Beziehungsweise ich habe mal ganz kurz was gegessen. Okay, ich dachte gerade, da wäre ein Klicker. Oder Runner. Aber das ist nur altes Gestänge. Aber hier ist doch mit Sicherheit irgendwas. Das kann nicht so ruhig sein. In Spielen ist es ganz oft so, wenn es sehr lange sehr ruhig ist, dann kommt gleich eine sehr dramatische Action-Szene. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal Okay, ich was. sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähle niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhole es. Was du sagst, zählt. Ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Hier lang wird's schneller gehen. Oh, Joel, ich hoffe, du weißt, was du tust. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa im Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Oh, ein Storch, guck mal. Oder ist das. Doch, das müsste. Ist das ein Storch? Ja, klar, ist das ein Storch. Mich nicht zurück zu Marlene. Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch. Ach, Elli.
Boah, ist das schön. Es ist wirklich schön hier in The Last of Us. Da ist ein Gitter. Ein kleiner Hase. Jetzt muss ich nur gucken, wo geht's längs. Ich glaube hier. Oh Mann, ey. Hier sieht's auch nicht gerade gut aus. Aber hier ist ein Häuschen. Naja, immerhin. Guck mal, was. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Ist voll schön. Sorry. Nein, schon ich gut. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ja, nice. Mit Schere im Kopf, Alter. Da können wir gleich richtig Nahkampfverbesserung. Ja, geile Sache. Gut. So, Ellie, was meinst du? Wollen wir dann? Aber da hoch kommen wir so nicht. Hier geht's nicht rein. Ein Brett oder sowas wäre. Ein Brett, guck mal. Ja, das habe ich schon verstanden. Wofür das Brett sein soll. So, das lehnen wir jetzt mal hier an und dann ziehen wir das da hoch. Zack. Komm, Ellie. Oh. Wie gesagt, ich verwechsel immer die beiden Tasten. Einmal für Schlagen und einmal für Springen. So. Na also. Besser als gar nichts. Ein Wasserturm. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, ach, komm. Ellie. Ein alter Van. Auch cool. So, dann wollen wir mal schauen. Was ist das? Ach, nur ein Brett. Okay. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Das wäre nicht so gut. Wir haben ja gesehen bei Sarah, wie schnell das geht, dass man sich verletzt. Und dann, dass man stirbt. Wolltest du noch eine Matratze haben, Ellie? Hier steht gerade eine rum. Aber, ne. Tragen ist auch doof. Interessanter Ort. Ich schau mal nach, ob. Okay, das war knapp. Das war ganz knapp jetzt gerade. Ellie, du bist immer so ein bisschen im Weg. Hallo. Ein bisschen Schrott. Okay, ich glaube, hier ist keiner. Eine halbe Schere. Okay. Ich versuche pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Oh. Was haben wir hier? Erinnerung. Mehr Pillen sammeln. Und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Oh. Okay. Von wem auch immer dieser Zettel war. Er hat irgendwas mit Tess zu tun gehabt. Er kannte sie wohl und er musste was für sie besorgen. So, jetzt gehen wir mal einen Stockwerk tiefer. Ich hoffe, hier ist auch keiner. Ich weiß, was es ist.
Das ist für warmes Wasser. Hier durch. Oh Gott, Joel, schrei nicht so. Da steht immer noch der Klicker rum. Boah, was habe ich mich erschrocken jetzt? Alter. Boah, hab ich mich verjagt. Da hoch, da hoch, da hoch. Komm, Ellie, komm. Wir wollen die jetzt mal nicht umbringen. So, vielleicht kommen wir leise an denen vorbei. Ich nehme noch eine Flasche mit. Mach nicht so einen Krach, Kleine. Naja, gut. Ich schaue jetzt gerade mal, wo geht's denn hier sonst weiter? Hier nicht? Okay, das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Da oben waren wir jetzt gerade drinne. Oder kommen wir hier oben drüber? Ja. Gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir sonst da rüberkommen? Ja gut, komm, Elli. Stell den Fuß drauf. Hör mal zu, du machst es nur auf, okay? Sonst nichts. Geh klar. Vorsicht, Vorsicht! Super. Dankeschön. Nee, ich wäre doch lieber dafür.